Schlüsseldienst, du bist angekommen. Es freut mich, Sie zu sehen. Wir werden heute Alpen verpennen. Das wird richtig geil sein. Es ist ein perfekter Tag, um zu sterben. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Kopf fühlt sich so an, als wenn Schleifpapier an mein Gehirn kratzt. Also so richtig herangeschmörgelt. Heute werde ich zum ersten Mal seit langer Zeit diesen schweren Rucksack auf den Rücken tragen. Und guck mal hier, ich habe meine Schiene an. Mein Bein ist zwar komplett geheilt, ich brauche die eigentlich nicht mehr. Aber den habe ich jetzt sicherheitshalber trotzdem an, weil wenn dieser Bein hier umknickt, dann bin ich komplett invalid. Weil ich spüre von der Verletzung immer noch was, so ganz minimalistisch. Das war scheiße, der darf auf gar keinen Fall wieder wegknicken. Wie in Italien, das ist schon ein Jahr her fast. So, wir sind angekommen. Das startet gleich. Es beginnt. Ich bin eine Mistgabel. Guck mal, das hier vorne, das sind Alpenhütten. Diese Hütten, die heißen so, weil die mit den Alpen mitgewachsen sind. Mit diese Gebirge, genau. Glaube ich. Das ist voll scheiße, dass die Sonne runtergeht. Das wird schon bald dunkel. Das ist voll scheiße. Also Anstiege habe ich auf jeden Fall nicht vermisst. Die sind voll anstrengend. Und es hat gerade angefangen. Ja, guck mal, hier vorne ist nass. Hier ist, hier fließen Flüssigkeiten lang hier auf diesem Boden hier. Meine ganzen Füße werden nass. Und Schuhe und sowas. Das ist voll scheiße. Und das hier ist eine Brücke mit sauberem Wasser. Das Wasser kann man richtig gut trinken. Das ist besser als Leitungswasser. Ich bin ein benutztes Tampon. Hier vorne sind Kurzbalken. Guck mal, Billigstrandschuhe gefunden. Voll geil. Das war ein Erfolgserlebnis gewesen, das zu finden. Das war richtig geil. Strandschuhe sind voll cool. Mein Gehirn schwitzt. So, hier geht's runter. Und das ist voll scheiße für meine Füße. Weil Berg runter ist für mich hier Umknickgefahr. Das ist voll scheiße. Das ist richtig voll scheiße. Ich muss extrem vorsichtig sein wegen meinem Scheißfuß. Ich könnte wetten, weil hier in Italien, wo ich diesen Fußunfall hatte, da haben sie mir gesagt, dass ich eine schwere Zerrung drin hatte. Aber ich glaube, ich hatte da bestimmt mehr gehabt. Bestimmt Sehnenriss oder Bruch oder sowas. Weil ich merke bis heute immer noch dort was. Das ist voll scheiße. Und das ist jetzt schon 11 Monate her. Sogar mehr. Sogar länger. Aber wenigstens humpel ich nicht mehr wie sonst die erste halbe Jahr habe ich gehumpelt. Oder ein paar Monate auf jeden Fall. Das war voll scheiße gewesen. Das war, ich war richtiger Invalid gewesen. Guck mal, hier vorne ist noch viel mehr Berg runter. Das war scheiße. Du musst richtig, richtig, richtig aufpassen. Berg runter ist anstrengender als Berg rauf. Für meinen Fuß auf jeden Fall. Und guck mal hier. Hier geht's ganz tief runter. Hier geht's richtig tief runter. Es ist tödlich. Hier geht's immer noch die ganze Zeit runter. Ich muss immer wieder sehr, sehr stark aufpassen. Auch überall diese ganzen Wurzeln und so weiter. Also mit der Sackkarre kommt man hier nicht durch. Also mit meinem Pilgerwagen. Oder könnte man schon, aber das wäre mehr als übermenschlich anstrengend. Geprost! Ich grüße Fabian aus MA. Ich grüße Kiles. Ich grüße Amphibian Hybrid. Guck mal, da unten ist ein Fluss. Ein saufbarer Fluss, aber es ist zu dunkel, um euch das zu zeigen. Aber da hier vorne ist so ein richtig geiler saufbarer Fluss. Den kann man sich ins Mund reinschieben und dann wird man nicht krank. Das ist besser als Leitungswasser. Ich habe mir eine Zwiebel auf die Eichel geschmiert und jetzt brennt sie. Aber ich bin ein benutzter Löffel. Eine richtige Mistgabel. Magnesium, Elotrans und Vitamin C. Ich habe Vitamin C schon seit Ewigkeit nicht mehr probiert. Geil. So, hier, jetzt wird Flusswasser gesoffen. Dieses Wasser hier, was da drin war, das ist Leitungswasser und das ist schlechteres Wasser als wie das Wasser, was wir gleich haben, weil das andere ist saubere, was aber, wir halt nehmen. Aber heller muss man dazu sagen, heller? Nee, da ist Billigleitungswasser drin ist gewesen. Das originale heller Wasser habe ich schon längst ausgesoffen.
Das ist ungefiltertes Wasser. Ich probiere das ungefilterte Wasser. Mit meiner Mischung. Pep, Alter. Viel geiler als Leitungswasser und auch viel geiler als dieses gekaufte Wasser, wo man Geld zahlt. In diesem Wasser haben bestimmt ganz viele alpinische Tiere reingeschissen und reinuriniert. Das haben die bestimmt gemacht. Das ist Natur, das ist voll geil. Und hier liegen bestimmt auch ganz viele Kadaver und sowas rum. Trotzdem ist das besseres Wasser als wie bei uns, wie aus der Leitung oder so. Oder gekauftes Wasser. Genau, das kann ich empfehlen. Glasklares, sauberes Süßwasser. So, wir haben gerade Berg runter gemacht zur Senke. Also da, wo dieser Fluss ist, den man saufen kann. Und jetzt geht das hier die ganze Zeit Treppe hoch. Hier vorne sind überall diese Scheißwurzeln. Hier sind überall diese Treppenstufen, die ganze Zeit hier immer weiter nach oben hochgehen. Das ist anstrengend. Seeberger Nusswut, Genussurin, Naturgenussurin, Fäkaliensprache. Wir haben gerade Pause gemacht. Urinpause. Und wir sitzen noch so ein bisschen und dann gelaufen wir weiter. Und mein Fuß, der ist ja immer noch kaputt. Ich habe gerade dieses hier abgezogen, um hier so ein bisschen zu lüften. Und mein Fuß, der drückt, das ist voll scheiße. Das heißt, ich muss immer ganz, ganz vorsichtig und langsam machen. Wir kommen kaum voran. Hier fließt Wasser. Hier fließt ganz viel sauberes Wasser. Ich hab neues Wasser geholt. Flusswasser. Gutes Wasser. Das ist auch wieder richtig geiles Wasser. Ein Wasser mit geil dran. So, hier vorne schon wieder Wasser. Das heißt, die Füße werden schon wieder nass. Oder nee, doch nicht. Aber genau, ich bin über dieses Wasser hier rüber gelaufen. Das geht hier die ganze Zeit immer weiter berghoch. Die ganze Zeit. Das will einfach nicht aufhören. Hier sind überall diese Treppen. Guck mal, hier vorne liegt Bergziegenscheiße rum. Also das haben die Viecher gemacht, die hier Hörner auf dem Kopf drauf haben und Berge klettern können. Genau, deswegen liegt das hier oben auf dem Berg drauf. Ich habe gerade Bergziegenscheiße gesehen und euch das gezeigt. Mein Gehirn schwitzt rum. Und sobald ich kurz Pause mache, kommt Gehirnfrost. Und beides zerstört Gehirnzellen. Guck mal, hier vorne liegt der erste Schnee. Das heißt, je höher wir sind, desto kühler wird das. Und das ist richtig anstrengend. Ich bin voll müde. Aber mein Fuß zerdrückt. Hier liegt ganz viel Schnee rum. Aber das ist nur eine ganz kleine Minimalschneefläche hier vorne. So, jetzt ist wohl aus dem Schneegebiet draußen. Ich bin ein Gesichtsgesicht. So, wir haben eine Location gefunden, wo wir Biwak machen können. Ich bin gespannt drauf, ob es regnet heute. Guten Morgen. Man ist wach und das Wetter ist voll cool. Weil guck mal hier. Da oben ist die Sonne. So räudig sieht der Schlafplatz von Tagsüberperspektive aus. Hier habe ich gepennt. Hier hat der Schlüsseldienst gepennt. Und hier hat er gepennt. Uns fällt auf, dass wir hier auf so einer Waldameisenplage hier gepennt haben. Die haben alle auf einmal gestochen, gebissen. Das ist ein richtig geiles alpines Sonnenwetter. Das ist gerade warm. Das ist sehr gut. Da braucht man sein Pullover gerade nicht anziehen.
Scheiße, jetzt gleich kommt kalter Wind. So, die Sachen sind geparkt. Jetzt laufen wir weiter den Berg hoch. Gehen! 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 Also je höher man geht, desto mehr Schnee ist vorhanden. So, wir machen ein bisschen Pause. Mit ein bisschen Schnee schmelzen. Genau, damit wir neues Wasser haben. Hier liegt ganz viel dieses Schnee rum. Also dieses weiße Zeug, was mich in der Winterzeit schon öfters belästigt hat. Wir haben jetzt, glaube ich, Frühling oder so. Boah, scheiße. Das geht hier richtig tief rein. Jawohl, hier vorne ist etwas sauberer Schnee. Das geht richtig tief rein, ey. Jawohl. So. So, der Schneekanten ist sauber. Wird Schneewasser gekocht. Das Pappenlacke. Dieser Schnee wird genauso geschmolzen wie meine Gehirnzellen. Wenn hier Gehirnfrost bekommt, wenn man stehen bleibt, und genauso wie wenn man Gehirn schwitzt, wenn man sich bewegt. So schmilzt das weg. So und nicht anders. So, jetzt wird Schneewasser gesoffen. Ja, trink auch. Oh, ich, oder? Das schmeckt nach Plaste, Alter. Warum ist das so süß? So, hier, warum sind da Süßigkeiten drin? Weil das uns nur nach Plaste geschmeckt hat. So, wir haben gerade Schneewasser gekocht und das gesoffen, damit wir so ein bisschen Wasser drin haben. Damit unser Gehirn nicht komplett austrocknet. Und guck mal hier, hier vorne ist überall Schnee. Und das geht jetzt bestimmt ein ganzer Kilometer hier hoch. Und nach diesem Kilometer müssen wir noch ein paar Kilometer laufen. Das wird gleich schon wieder so richtig anstrengend werden. Das wird auf die Füße und aufs Gehirn gehen. Auf der Suche nach Gehirnzellen. Hier vorne ist dieser Schnee. Das war scheiße. Vor allem, ich habe meine alten Straßenschuhe an, die komplett kaputt sind. Und die können extrem rutschen, weil die haben keinen Grip. Und wenn sie nass sind, dann sind die den gesamten Tag nass. Und die werden nicht trocken. Die sind voll scheiße, diese Schuhe. Ja, hätte ich bloß... Hätte ich mal bloß meine, wie heißen die Dinger, meine Laufschuhe angezogen, die sofort trocken werden. Hier vorne ist, hier oben geht es mit Schnee berghoch. Das wird rutschig und meine Schuhe werden nass. Also meine Füße auch. Prüfen, ob ich eine Erkältung bekomme, aber ich glaube nicht. Ja, aber da habe ich doch die richtige Ausrüstung an. Das ist harter Tiefschnee. Also man kann sofort versinken, wenn man so ein Kilo zu schwer ist. Wie viel wiegst du ohne Rucksack? 120 Kilo. 120? Das ist schon. Ich wiege 80. Beim halben Meter Schnee. Aber das macht man. Dieser Schnee blockiert uns genauso wie die Blockade in meinem Gehirn. Ich bin immer noch auf der Suche nach neuen Gehirnzellen. Da ist bestimmt voll die Schweißfüße hier an diesen Schuhen drin. Nee, den eben nicht. Den nicht? Wenn du Marino-Wolle-Sachen anziehst, ja. Dann hast du drei, vier Tage Sachen drin gemacht. Ach krass. Im Normalen nicht. Ganz komisch, wissen Sie warum? Man denkt das eigentlich, ne? Ja. Also die sehen so fett aus. Als ob da ganz viel Schweiß da drin kommt. Ja. Guck mal, hier vorne ist eine voll coole Aussicht.
Währenddessen wir hier oben sind und hier immer mehr Schnee rumliegt, der uns belästigt, schmilzt hier dieser ganze Schnee. Also der verwandelt sich zu Wasser. Der wird Aggregatzustand flüssig. Und je flüssiger das wird, desto nasser werden meine Schuhe. Und das wird dann richtig scheiße sein. Weil diese Schuhe brauchen ewig, bis sie trocken sind. Das ist voll scheiße. Das sind meine normalen, sehr alten Straßenschuhe, die schon so richtig missbraucht sind. Es geht die ganze Zeit hier berghoch und ich will nicht aufhören, berghoch zu gehen. Das strengt an. Oh scheiße, hier vorne ist alles voller Schnee. Das heißt, es wird gleich so richtig glatt und rutschig und schneeig sein, da hochzulaufen. Meine ganzen Füße werden einsinken und nass werden. Oh scheiße. Ich habe meinen Schuh verloren. Jetzt ist das alles voller Schnee. Jetzt ist etwas Schnee in meinem Schuh drin, was gleich auftaut und meinen Fuß nass machen lässt. Das war scheiße. Oh scheiße. Oh, ich bin hier komplett bis zum Knie eingesunken. Guck mal, hier vorne liegt noch viel mehr Schnee rum. Ich glaube, ich werde meine Grödel anziehen. Also diese Spikes. Also diese Spikes-Ketten, genau. Weil wenn ich mit meinen alten, benutzten Straßenschuhen hier hochlaufe, dann rutscht es sofort weg. Aber ich habe keine Lust, so einen Körper vom Berg zu machen. Jawohl, das sind meine Grödel. Die werde ich jetzt anziehen. Also die mit den Spikes dran. Jawohl, das hier sind Grödel. Damit ich da nicht so wegrutsche. Die sind kostbar. Ein richtig verschneiter Weg mit Schwierigkeit. Richtiger Tiefschnee. Sieht anstrengend aus. Ich habe gerade mein Grödel verloren. Es ist richtig anstrengend. Hier geht es zur Fortsetzung, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier geht es zu einer anderen Bergtour, wo wir den Gipfelkreuz erreicht haben. Schaut euch unbedingt beides an.